Hallo, herzlich willkommen auf hoher See bzw. im Hafen von diesem schönen Außenposten hier. An meiner Seite heute wieder Dr. Nutella. Hallo. Zum ersten Mal heute dabei. Wieder Tentobi ist hier bei mir. Heute mit einem Hut. Und Speedy the Cat. Wir haben das Beste aufgefahren. Dr. Nutella spielt zum ersten Mal. Dr. Nutella, ja, den Anker können Sie ruhig lichten. So, dann. Wir könnten Sie für die Mission stimmen, dann können wir auch mal gucken, wo wir hin möchten. Überhaupt. Ah ja, stimmt. Drei Leute brauchen jetzt, wir dafür. Jetzt weiß ich, was ich in der Kajüte machen wollte. Was muss ich da für runtergehen, oder was? Hier? In die Kajüte. In die Kajüte. Oben an Deck. Oh. Da, wo alle rumstehen gerade. Okay. Und dann muss man hier hinlaufen und dann hier irgendwo am Tisch. Boot vor. Genau. Und jetzt kriegst du die. Sind wir eigentlich schon. Fahren wir schon los? Nee, ne? Aber ich brauche einen Kurs. Haben wir die. Ja, wir müssen jetzt mal unten schauen. Also, Joey, komm mal mit. Okay. Dann zeige ich dir mal den Tisch. Das ist die Karte. Ja. Da können wir gucken, wohin wir müssen. Aber erstmal müssen wir auf der Mission. Also bei der Mission gucken, wo wir hin müssen. So, geben Sie mir den Kurs durch, dann. Wie sollen wir eine Mission erhalten? Du kannst hier lesen, warte, ich zeige dir das und du guckst mal, wo wir hin müssen. Okay. Okay. Stehst du neben mir? Ja. Hier guck. Achso, du. Warte, ich kann dir das auch mal so zeigen. Natürlich nicht, Captain. Da? Da siehst du auf dem Zettel, wo wir hin. Da steht zuletzt gesehen bei. Und dann muss man das auf der Karte suchen. Wo ist denn Joey hin? Bist du schon wieder hin? Ach, da. Ich wollte genau angucken, was du zeigst. Ich hab's nicht. Ach so, ja, hier. Ah, okay. Ganz unten steht, wo wir hin müssen. Ich weiß gerade nicht. Ich hab's gesehen auf Mutineer Rock. Mutineer Rock? Wo ist Mutineer Rock? Mutineer Rock, genau. Der Wild. Du musst vielleicht ein bisschen näher dran gehen, weil du siehst die Namen von den Inseln nicht, die kleiner sind. Interessant auch. Da können wir mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Da ist es doch. Und jetzt zoomst du da ran und dann kannst du einmal A drücken und dann markierst du das. Ja. Habe ich markiert. Jetzt musst du Arbeit, Mr. Tobi. Jetzt guckst du, wo wir da gerade sind und jetzt siehst du, wir müssen Hart, Backbord. Südwesten war. Ja, Hart, Backbord. Ja. Also, Südwesten. Captain Südwesten, haben Sie verstanden? Jawohl. Dann können wir. Achso. Oh. Nein, der Anker ist gesetzt. Captain Südwesten. Da war meine Maus schneller. Ich möchte bitte das Hauptsegel gesetzt haben, wenn ich bitten darf. Mr. Tobi, würden Sie mir bitte das Hauptsegel einmal setzen? Ja, also das wie bei der Jungfernfahrt, muss ich gucken. Oh, das ist aber ein schönes Motiv da drauf. Bitte, danke. Bitte die Segel auf Steuerbord, der Wind kommt von Backbord. So, und wir kommen in Gefecht, ne? Vielleicht sollte sich jeder schon mal ein paar Snacks holen, Kanonenkugeln, bisschen Holz zum Reparieren. Nach Löwenausschau halten. Ich hol schon mal. Oh, wir scheinen direkt, nee, noch nicht direkt. Was kommen halt Kliffe. Ich geh mal schon mal unsere Kanonenrohre befüllen, ne? Speedy, was ist das? Was genau? Das sind Kettenkugeln, oder? Damit kannst du angeln. Ein Köder fürs Angeln. Kannst du hier die essen? Ja, ins Proviant passt. Mr. Tobi, Segel bitte auf Backbord. Jetzt. Wir haben nur sehr, sehr wenig Nahrung dabei. Ja, deswegen bitte einmal nach Möwen auch Ausschau halten. Oder vielleicht laufen wir auch einfach eine Insel an. Mhm. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt auf dem Weg dahin. Ich gehe mal unten schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Vorsicht, da kommt dieses Tor, dieses Felstor, ne? Mhm. Sollen wir direkt. Nee, wir machen eine Biegung. Kurs war Süd-Südost. Südwest war der Kurs. Ach, Südwest, ja, da müssen wir noch weiter rum. Ja, das ist korrekt. Müssen wir hinten auf diesen Schädel zu, da? Ja. Sehr gut. Aber am besten links vorbei. Aber das gibt Ärger, oder? Der sieht nicht sehr freundlich aus.
Wir sollten links daran vorbeifahren und nicht zu den Geisterschiffen, weil dafür haben wir keine Rüstung. Ja, wirklich. Du guckst so freundlich. Schieß mal auf ihn. Nicht getroffen. Ah, daneben. Wir haben hier echt schlechten Wind. Vielleicht fahre ich einfach um die Insel rum, rechts rum. Und wir stellen die Seele. Ich bin von Bord gefahren. Mann, über Bord! Ja, du kriegst gleich irgendwann eine Meerjungfrau und dann. Genau, unter Wasser oben nach einer Meerjungfrau. Und genau, und dann redest du mit der und dann bringt sie dich erst. Die Segel bitte aufs Steuerbord. Ja. Captain ist noch gar nicht betrunken, deswegen passiert das hier gerade. Kameraden, Schweine. Mach's gut! Ah, guck mal, da ist ja jemand. Hallo, wer bist du? Eine Sorge, wir kümmern uns um deine Ration, Grog. Ja. Captain, wir haben das noch auf dem Schirm, dass wir vor den Felsen sind, ne? Das sieht aber komisch aus. Perfekt, perfekt. Das war eine Meerjungfrau, das sah aber komisch aus. Aber wir sind ja fast, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sind fast auf Kurs laut Karte. Jetzt sind wir genau. Halt, Anker, bitte. Sofort den Anker. Ja. Aber ja. Wir sind Fässer im Wasser, Leute. Ich glaube, wir sind genau schon vorbei. Wir sind direkt durchgefahren. Cool. Hier, am Heck. Da, ja, ich sehe es. Ich sehe sie. Ja. Ich muss dann mal kurz mein Inventar kurz leeren. Dann ja, ich auch. Leider kann ich euch mit der Harpune nicht einholen da hinten. Ja, wir könnten es umdrehen, das Schiff. Mr. Tobi, sind wir auch schon im Wasser? Eigentlich startest du immer direkt wieder auf dem Schiff, wenn du bei der Meerjungfrau. Oh, Holzbretter sind das, geil. Alles mitnehmen, was da geht. Einfach alles einsammeln dort. Holzbretter kann ich keine mehr nehmen. Ja, ich guck mal gerade, ob ich was noch nehmen kann. Oh, hier sind ja richtig viele Holzbretter. Das ist wirklich toll. Also wir sollten die nächste kleinere Insel ansteuern, um uns ein wenig. Hier sind noch Kanonenkugeln. Eisenkanonenkugeln sind hier, das ist direkt am Schiff. Das ist ein Fass, da sind noch Kanonenkugeln. Da direkt. Ja, da sind auch mehrere Fässer, wo noch sehr viel Holz drin ist. Das würde ich ganz gerne holen. Ja. Der Captain macht natürlich wieder mal gar nichts. Das kann er am besten. Ich halte Ausschau. Hey Leute, links von uns direkt eine Insel. Ah, okay, das Kanonenkugelfass habe ich leer gemacht. Wir sollten direkt am Schiff viel besser ausrüsten. Hier am Heck und dann links die Fässer, da ist auf jeden Fall noch Holz drin, ne? Wo ist denn hier ein Holzfass? Ah, da ist ein Holzfass. Ja, genau, das ist auch noch wichtig. Sind hier auch schon die ganzen Kanonenkugeln raus aus der... Ne, hier war noch was drin. Perfekt. Bitte, Mr. Nutella. Joey, du kannst... Darf ich Sie Mr. Nutella nennen? Ja. Bitte hissen Sie das Hecksegel. Also ziehen Sie es hoch. Okay. Dann helfen Sie mir beim Anker. Sie sind doch genau hier. Sie können doch auch hochziehen. Also wirklich. Ja, aber wir haben noch nicht alles gefunden, ne? Hier links ist eine Insel. Wir brauchen auch so ein Beiboot und so eine Ladekiste und so. Das können wir gleich gerne machen, wenn wir hier gelootet haben. Gar kein Thema. Wie lange kann denn das denn dauern? Ja, wenn sie nicht helfen. Wisst ihr, je mehr helfen, noch, ja. So schneller geht es. Dann dauert es leider noch ein Weilchen. Helfen sie. Ja. Moment, wo ist eigentlich die... Ja, auch die Frage, ob einer auf den Ausguck geht. War ich schon? Nein, ich meine, also ob wir... Wie wir die Positionen festlegen, sozusagen. Ach so, ja. Das können Sie wieder tun, Mr. Tobi. Da waren Sie ausgezeichnet drin. Ich weiß, dass das beim letzten Mal mit Speedy... Haben wir alles? Ich bin noch im Wasser. Ich hole hier noch Holz. Noch was drin? Moment, ich schwimme gerade noch zu dem einen Fass hier. Hier ist nichts mehr drin. Da, in dem Fass war, glaube ich, das Holz. Ja, noch 5 Stück wären da. Okay, dann hole ich die noch.
wollte nur wissen, ob es sich lohnt, noch ins Wasser zu springen. Ja. Joey, für dich lohnt es sich nicht mehr. Ich glaube, danach war alles schon. Ja, also das letzte Fass da ist leer. Ich glaube, die anderen sind. Ja, perfekt. Sind auch schon leer. Wenn wir nämlich sehr viel Holz gesammelt haben und sehr viele Kanonenkugeln, dann können wir gerne uns nachher wieder. Die Insel hier zu unserer Linken ist der Punkt, wo wir gestartet sind, nicht wahr? Ja. Ja, Captain. Unserer Linken ist. Ich glaube, das ist die Insel. Wir müssen eine kleine Insel anlaufen, damit wir hier auch so nochmal so extra Fässer, vielleicht ein Beiboot oder sowas kriegen müssen. Wo müssen wir denn? Nord. Südwest. Wir müssen in den Südwesten. Ah, Südwesten. Oh, da ist eine Insel Steuerbord. Guck falsch rum auf die Karte. Wir können noch nicht die Segel setzen, wir drehen uns noch ein. Hart Steuerbord. Aber wir werden diese Insel jetzt auf Steuerbord anschippern da. Ja, dann. The Crow Nest Fortress. Bitte das Hauptsegel einmal setzen. Ja. Ja. Wir brauchen nur das Hauptsegel, glaube ich. Hauptsegel gesetzt. Und schon geht das. Ich habe das Falsche genommen, also, aber kein Problem. Alles gut. Ja, wir setzen mal trotzdem, ist okay. Wir halten mal bei der Insel und gucken, ob wir da noch so extra Fässer, Ladefässer und sowas finden. Möchten ja? wir da nee, links dran weiter? Wenn man das Segel umschwenkt, das war schon richtig so. Nee, das war in die andere Richtung, dass wir im Wind sind, wieder zurück. Genau. Ich mach mal das ganz vorne wieder nach oben, weil wir sind sehr schnell. Wir halten direkt auf ein Fort zu, ne? Da würde ich halt gerne anlegen bei dem Fort. Okay. Ja, das können wir gerne machen, kein Problem. Dann müssen wir, glaube ich, Segel ein bisschen einholen. Ich kletter mal raus. Das passt schon. Das Segel kann noch ein bisschen lassen. Dospi, du kannst das jetzt mal langsam einholen. Ich hole es ein. Damit wir nicht ganz so schnell sind. Ja, sitzt. Ich habe von Yogi gelernt, Entschuldigung, jetzt muss ich auf den Namen. Yogi gelernt, dahinter ist auch noch ein Anker. Da sind Fässer direkt voraus. Wir brauchen keinen Anker. Du kannst ruhig versuchen, die Fässer ranzuholen. Nichts machen. Einfach lassen, ich hole die Sachen da raus. Nicht wegtun. Soll ich den Anker schon. Nee, wir brauchen keinen Anker, wir legen diesmal ohne Anker an. Okay. Dann müssen wir die Segel aber einholen. Sind noch Segel? Ja, Segel einholen. Ja, klar. Entschuldigung, das habe ich gar nicht gesehen, ey. Ja, da bin ich so, gerade. Warte, das Fass genau einschwenken und jetzt kannst du es ausladen. Du musst hinlaufen und. Das kann man machen, okay. Dr. Nutella, ich muss. Nee, ich kann nur gucken. Und wir sind zu nah an dem, an dem Piratenkopf dran. Oh, jetzt ist leer. Sind wir aber komplett an den Fässern, glaube ich. Natürlich. Wo sind die? Lohnt sich das da hinten? Hinter uns. Nein, wir brauchen eine Lagerkiste und so. Ja, aber gibt's die hier? Ich hoffe es, ich habe keine Ahnung. Ich mach mal trotzdem den Anker runter, weil wir treiben trotzdem voran. Ich weiß nicht, vielleicht sind nicht alle Segel eingeholt. Gut, ich habe einen Anker gemacht. Wir bleiben jetzt hier bei diesem tollen Holz. Island. Guck mal. Hier sind auf jeden Fall Schießpulverfässer. Die sollten wir auf jeden Fall hier lassen, finde ich. Nee, die kommen ganz nach oben auf den Mast. Die geben manchmal echt gut Geld. Ihr hättet mir sagen können, dass wir auf die Insel gehen. Ah ja, stimmt. Wir gehen auf die Insel. Wir sind auf der Insel. Louis, ja. Wir gehen auf die Insel. Ah, okay, danke schön für die Information. Falls du es noch nicht wusstest. Immer schön jetzt, die Sachen looten, die ganzen Fässer. Aber es hat leider keine Harpune. Okay. Trotzdem besser als nichts. Lade ich das Beiboot hinten. Ich meine Schießpulverfass. Nein, erstmal vollpacken. Ja, nimm das mit, Joey. Und dann, wenn du auf dem Schiff bist, bitte ganz nach oben. Was war das? Jemand hat mit mir gesprochen. Nein, das hast du dir nur eingebildet. Das passiert oft hier. Was? Jemand hat mit Ihnen gesprochen? Halluzinieren Sie etwa? Nein, ja, schon sogar einen Text. Trinken Sie erstmal einen Grog, dann geht das wieder. Nein, ich bin gerade vom Boot runter. Mein Bein ist gebrochen. Scheiße. Verfluchte Hand, jetzt habe ich aus Versehen geschossen. So, jetzt habe ich Schießpulver.
Fass hier, wo soll ich denn tun? Ganz nach oben auf den Mast. Leute, bitte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sollen wir jetzt wir fahren doch, dachte ich, auf eine Kampfmission. Sollen wir da echt Schießpulverfässer mitnehmen? Ja. Ja, aber das ist aber keine Kampfmission auf dem Wasser, sondern an Land. Ach so, ja, dann laden wir das Schiff voll. Deswegen, also ich pack das auch jetzt ganz oben auf dem Mast erstmal drauf. Da ist kein Platz, habe ich gehört. Da ist ganz viel Platz. Ja. Kommen Sie mal auf die Insel hier. Und ja, Mr. Tobi. Nein, ich bin tot. Kann mich jemand kurz wiederbeleben auf dem Schiff? Joey, bitte komm zurück. Bist du tot? Ich bin vom Mast gefallen, zweimal. Ich hab ein bisschen Sorge um die Kampfmission, in die wir gleich fahren. Ja, die. Können wir noch die Fässer da rechts looten, Tobi? Ja, aber ich bin vollgeladen. Ich muss erstmal was ausladen. Warum guckt denn der so böse hier, dieser Geisterkopf? Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir uns erstmal vielleicht darum kümmern, dass wir so ein paar Rohstoffe bekommen und so kleinere Kampfmissionen. Und wenn wir dann ganz viel Holz und ganz viele Kanonen haben, dann können wir auch gerne wieder gegen diese Geisterschiffe kämpfen. Was passiert, wenn ich jetzt aufs Schiff schieße? Was solltest du? Kommt doch an, wo du triffst. Ich weiß nicht, ob... Mit einer Kanone. Unser Schiff verletzt. Also, weil Tobi. Du selbst kannst das nicht kaputt machen. Ich kann nicht schießen, ich habe keine Kugel. Wie soll ich das sagen? Ja, okay, das ist das Nächste. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Du hast das Schiff da festgefahren? Ja. Das Boot, meine ich. Ich komme ja wieder raus. Ich glaube, du bist aufgelaufen auf den Sand. Sand. Oh. Möchte mich jemand mit der Harpune gerade einholen? Was ist passiert? Ich hab das Boot gepusht. Ja. Dann komme ich selbst rüber geschwommen. Ja, das war ein Treffer. Aha. Haben wir jetzt wirklich ein Loch? das war ziemlich weit oben. Also auf ja, ich guck mal gerade. Ja, hier ist tatsächlich ein Loch. Ich repariere mal eben, ja? Ja. Joey, du darfst jetzt das erste Mal den guten Davy Jones sehen. Nein, das ist nicht Davy Jones, das ist... Seid ihr böse? Oh, ist alles voll? Und schießt in unser... In dem Schiff. In dem Boot. Fahren wir zu den Fässern, Captain? Ja. Fahr ich zu den Fässern, Captain? Ja, fahren Sie mal zu den Fässern, lieber. Ich geh mal die Insel looten, ne? Ja, wir sind schon eigentlich dabei, aber das Ruderboot hält uns auf. Ja, wie immer. Joey, du musst... da kommt gleich so eine Glocke, die klingelt und dann ist unten in der Captainskajüte. Durch die Captainskajüte da... Oh, hallo Fährmann, wie geht's dir? Durch die Captainskajüte unter dem Fährmann kommst du wieder zurück, ne? Aber das dauert einen Moment, bis die Tür wieder aufgeht. Bitte? Und sogar... Ach, ist Joey gestorben? Ich hab ihn erschossen. Ah, okay. Oder ich hab auf ein explosives Fass geschossen, sagen wir es lieber so. Also, da ist, kann ich doch reingehen. Was ist jetzt los? Dann kommst du jetzt wieder aufs Schiff. Jetzt kommst du wieder aufs Schiff. Ah, da ist doch gar nicht Davy Jones gewesen, das war doch der Fährmann. Ja. Schade. Ja. Sei doch froh, auf Davy Jones Schiff bleibst du erstmal 100 Jahre oder so. Ja, Captain, Sie haben das Boot ziemlich gut festge... Danke, ist nicht leicht, sowas hinzukriegen. Soll ich das mitnehmen? Das passt. Also, ich glaube... Mr. Nutella, ich habe das Gefühl, Ihnen ist langweilig. Kommen Sie doch hier hin und helfen Sie uns, die Insel zu looten. Wie kommen Sie darauf, dass mir langweilig sein könnte? Ich wollte Sie nun mal treffen. Ich wollte sehen, wie das aussieht, wenn ich Sie treffe. Mir passiert nichts. Ach so. Das ist schon so ein explosives Fass. Ich werde jetzt vielleicht mal nicht erwähnen, dass ich ein explosives Fass bei mir trage. Ich hab's gesehen. Ja, du hast es schon erwähnt. So, wir machen das hier noch. Machen wir einen kleinen Kott. Schon? Oh, hier sind noch Sachen, cool. Oh, hier ist noch ein explosives Fass. Meine Güte, wir sind ja voll immer. So, auf der Insel ist noch so viel zu holen, ne? Ja, Wahnsinn.
Mr. Tobi, haben Sie jetzt mal mein Schiff, mein kleines Beiboot, was ich hier versenkt habe? Ich dachte, ich fahre jetzt zu den Fässern rüber. Ja, nee, alles gut. Nachdem ich hier das Schiff... Wo lagern die, diese... Ganz oben auf dem Mast damit. Passen die? Nee, da ist ja, voll, ja. Eigentlich. Also da ist eigentlich kein Platz mehr, würde ich... Doch, da ist noch jede Menge Platz. Einfach stapeln. Ah, der Flammenhirt, Alter. Hort. Sorry. Hirt. Frage. Ja. Kann das sein, dass man die Fässer auch einfach so anzünden kann? Ja. Ja, dann kann man. Lieber weg. Oder sag dem Fährmann einen Gruß von mir. Wir sehen uns bestimmt heute. Du warst doch gerade noch bei mir, ne? Ja. Hast du noch Platz für Nahrung? Weil hier waren noch Bananen und sowas drin. Weiß ich gerade nicht. Oben die Kanonenkugeln, ja, und unten die Brandbomben und so, ja. Wo ist hier Nahrung? In irgendeinem Fass, warte. Neben der Küche irgendwo. Hier. Zum Ofen. Du musst wieder runter, Joey, aber nicht ganz nach unten. Da, wo mein Name ist. Hier sind Fässer, da ist noch Essen drin, ne? Ja, ich kann wirklich nichts nehmen, okay. Ja, dann... Ja, da steht doch keine Banane drin, warum kann ich keine Banane mehr nehmen? Du kannst nur insgesamt 5... Ja. Genau. Insgesamt 5 essen? Ja, genau. Eine Banane, eine Mango, keine Ahnung, was noch alles gibt. Aber Würmer kannst du mehr nehmen. Wenn du die essen willst. Ich weiß nicht, wie viel Leben die wiedergeben. Ich weiß es auch nicht, ich glaube, man kotzt davon. Ich glaube, da wird einem etwas übel. Kommt der immer näher, der Flammenhaus? Nee, wir müssen zu ihm fahren. Aber irgendwann spuckt er auf uns, also schießt zusammen auf uns. Genau, der spricht halt, glaube ich, wenn man zu nah rankommt, fängt dann zu reden und da irgendwann greifen dann einen so Geisterschiffe an. Aber ich glaube, das ist eben, wir sind halt so nah, dass er uns zulabert. Naja. Viel zu erzählen hat er. Kommen wahrscheinlich nicht so oft Leute vorbei. Hallo. Das können natürlich auch. Hallo. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ich bin immer für eine Überraschung gut. Ich glaube, da sind nur noch Holz. Eine Mission erhalten. Ja, ich habe gerade was aufgesammelt. Soll ich fahren? Ich möchte fahren. Nein, Captain. Möchten wir schon losfahren? Aber hier ist nichts, wo ich gegenfahren kann. Lassen Sie mich fahren. Nein. Oh. Captain, Sie könnten angeln. Wir haben jetzt gar keinen Smooth hier. Er ist da hinten. Da auch nochmal. Eigentlich Speedy Cat. Sie kochen auch so gern, habe ich gehört. Ja, aber wir haben noch gar kein rohes Fleisch. Oh. Deshalb brauchen wir auch noch nichts. Was ist da hinten? Da hinten ist so ein grün-roter Strahl. Ja. Was macht der? Würde ich auch mal gern hin, keine Ahnung. Aber wir könnten mal die Harpune hier lösen. Das ist unser Anker. Wir auch noch ein bisschen was sammeln gehen. Wie kann ich denn hier anlegen? Ach, Momentchen mal. Ich hab da an diese... Also. Wie kann man das machen? Man muss an einem bestimmten Ort stehen. Hey, das ist ein Geisterschiff. Mr. Nutella, helfen Sie mir bitte hier hinten, wo ich bin, am Heck. Ja. Hinter der Captain's Kajüte das Beiboot auszuladen. Wo? Kommen Sie mal her. Wo sind Sie denn hier? Hier jetzt keine. Gehen Sie mal da zu Tentobi. Rechts ist hier so eine Tür. Kann man so raus und dann kann man hier ins Beiboot rein. Und hier muss man genau die Kiste treffen. Dann. Was war das? Ich habe mich auf die Insel geschossen. Okay. Ich dachte, das geht schneller. Da gibt es so eine Kiste hinten drin. Genau. Wenn man sich nicht hinsetzt. Da. Dann kann man die öffnen und dann kriegt man da die Sachen raus. Hey, hey, hey! Ah, zum Beispiel die Banane rausholen und so. Oder was? Genau. Kugel, genau. Holz. Okay. Nee, ich will da drauf. Ist das kompliziert gemacht? Ja, das stimmt. Das. Und mit dem Beiboot, das ist nicht so einfach. Also ich könnte bestimmt mehr als
mehr als 5. Ich pack mal dieses Schießpulverfass, was hier mitten neben dem Hauptmast steht, ne? Pack ich mal weg. Boah, das gibt ein Nach Feuerwerk. Oben, ja. Ja, das gibt ein Feuerwerk, wenn uns jemand auf dem Mast oben trifft, ey. Ja, boah, gar kein Problem. Das sind irgendwie so 5 Fässer oder so, ey. Wenn da nicht unser Fass unser Fass. Ja, wahrscheinlich geht das Schiff einfach sofort unter, dann hat sich das doch erledigt. Würde mich wundern, wenn nicht. Ah, warum komme ich hier nicht weg? Das war keine Aufforderung, Joey. Also ich weiß nicht, ob ihr noch auf die Insel möchtet, um ein bisschen Nahrung, weil wir davon jetzt nicht wirklich viel haben, aber... Ja, wir haben noch viel im Boot gehabt. Richtig viel Nahrung aus dem Brot geholt. Dann komme ich jetzt mal zurück und dann... dann kommen wir weiter. Können wir gerne. Ich bin schon auf dem Weg. Mit noch einem Schießpulver fassen. Nee. Ich dachte, wir hätten zu wenig. Kann man nie genug haben. Wir, okay, wir können das Schiff jetzt die Gunpowder nennen. Ja, Marc, die Geisterschiffe, die machen... Geister. Die tun uns nichts. Geisterritäte machen sie. Okay. Sind dann alle wieder an Bord? Alle glücklich? Ja, ich bin da. Soll ich meinen Ankerbogen lösen? Ja. Schießpulverfässer haben wir hier oben. Ich habe nicht mitgezählt. Sie können ja auch in den 7 Stück. Ich habe mal eine wichtige Frage. Möchte mal jemand anders? Also ich meine, auf den Ausguck. Ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt immer da sein. Ne? Stellen Sie sich nicht so an. Ich muss auch nicht unbedingt da sein. Dr. Nutella. Nein, ich bediene die Harpune. Ich habe eine Aufgabe gefunden. Wir müssten in den Süden. Tatsächlich. Bitte, Vorder- und Hauptsegel auf Backbord, aber noch nicht Segel setzen. Ja, auf Backbord, ne? Mr. Nutella, wenn Sie bitte einmal hoch zu mir kommen würden. Ja, klar. Vordersegel bitte setzen. Hauptsegel noch nicht. Ich möchte erst um die Insel fahren. Ja, Momentchen. Da will ich Sie dann getrost auflaufen lassen. Ich mach schon. Sorry. Kein Problem. Mach schon eben hier das Segel. Ich wollte mal gucken. Ich glaube, so ist es perfekt. Hauptsegel setzen? Ja. In den Süden müssen wir, ne? Ja. Nie ohne Seife waschen. Und bitte hier am das Steuersegel, das Hecksegel bitte einmal. Ich lenke nämlich gerade ein, das wäre cool, wenn das auch noch gesetzt würde. Eieieiei. Oh, Schande, ich kann mich hier oben ja gar nicht bewegen, weil hier nur Pulverfässer sind. vielleicht können wir die Laterne mal bitte ausmachen. Bis später. Was ausmachen? Laternen vielleicht einmal ausmachen. Ich hab die schon ausgemacht. Ja. Nee, die sind an. Ah, nee, hinten. Hä? Willst du schon mal die ausmachen? Damit man einen nicht so... Miss B, was sagen Sie? Ist das die Insel, auf die wir gerade zufahren? Das ist eher so ein Fels. Ja, da hinten dran ist eine Insel. Wir müssen, wir müssen in den Südosten. Die Segel bitte auf 12 Uhr. Ich hab aber keine Uhr einstecken. Woher weißt du, wie viel Uhr wir haben? 12 Uhr. Die Insel ist Backbord von uns. Oder, nee, Quatsch. Südosten müssen wir, ne? Südosten? Achso. Ja. Südwesten. Dann die Segel bitte auf Steuerbord. Komplett eindrehen. Heieiei. Ich werde mal eben ein bisschen die Segel einholen. Möbel voraus an Anker? Anker. Ja, brauchen wir noch mehr Zeug? Anker? Jetzt Anker oder noch eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Ist auch, sind nur Fässer. Keine Schätze. Ich habe sie erst so spät gesehen. Mr. Nutella. Die Insel, die steuern wir gerade wohl genau an, beziehungsweise die dürfte Backbord. Dann könnt ihr das Segel auch hochziehen, Mr. Nutella, Miss Speedy. Ich bin mal kurz AFK. Ich glaube, wir müssen sogar tatsächlich jetzt den Anker... Hier sind die? Bei Mutineer Rock? Ja. Moment. Ah, wir können noch näher ran. Ja. Fertig machen für den Anker. Miss Speedy, Sie gehen an den Anker, Mr. Nutella. Können Sie mal hier zu mir hochkommen und mein Segel hochziehen? Auch? Ah, was ein fauler Sack. Sagen Sie mir Bescheid, wenn ich den Anker setzen soll. Ja, genau, ich sag Bescheid. Ich werfe. Ich sage jetzt, oder? Noch ein Stück kleines vielleicht. Ich werfe für eine Meuterei.
Bin dagegen. Perfekt, dann so, schau ich mal Tobi ist kurz. Gerade AFK. Da hinten ist jemand. Kanonenkugeln am besten laden. Ich zeig dir mal kurz was. Achso, Kanonenkugeln laden. Da ist einer. Nicht Kanonenkugeln, Munition. So. Ach ja, Munition laden. Nehmt euch was zu essen mit. Kinder? Ich gehe jetzt hier an. Wir machen da ein kleines Picknick. Nehmen wir auch ein paar Brandbomben mal mit. Kann ja nicht schaden. Hä? Ah, das brauche ich gar nicht. So, bisschen Butter dabei. Die Kokosnuss, war die Kokosnuss, war die Kokosnuss. Meine Kokosnuss klar. Dann werde ich mal ganz kurz für kleine Mädels gehen. Ja, alles klar. Okay. Also im Wasser, ne? Verständlich, ins Meer. Dr. Nutella, ich zeige Ihnen einen ganz tollen Trick. Kommen Sie mal nach oben. Wirklich klasse. Ja. Oh, ich bin fast dabei. Achso, ey, liebe Leute, wir beenden diese Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Supportet meinen Kanal. Ja, natürlich ist das das Beste, was wir zu bieten haben. Wir sind eben Anfänger. So, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.